wer es aushält zu brennen, kann anderen Licht spenden. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Bewusstseins-Rock'n'Roll. Ich bin zurück aus der Sommerpause. Sind ein paar Sachen passiert. Das ist hier ein kurzes Update-Video. Wie geht's hier weiter? Welche spannenden Projekte stehen an? Und vor allem, warum ändert sich ein bisschen was von der Struktur? Wir gehen ins erste Thema auch direkt rein. Und zwar vielleicht das Unerfreuliche vorab. PayPal hat mein Konto gesperrt. Ja, ohne Angabe von Gründen letztendlich, einfach komplett blockiert. Der Widerspruch wurde einfach abgelehnt, auch ohne Angabe von Gründen. Man kennt es schon von anderen Leuten, die kritische Inhalte machen, dass da einfach letztendlich die Sache gecuttet wird. Kann man jetzt sich selbst seinen Teil zu denken. Deshalb nur an diejenigen, die in den letzten Monaten ab und an unterstützt hatten, bitte nur noch ein paar Überweisungen auf das Konto direkt. Die Nummern sind ja mal am Ende und so eingeblendet und nicht mehr per PayPal, weil da kann nichts mehr angenommen werden, weil ich da leider keinen Zugriff habe. Und ja, die ganze Sache über Nacht quasi einfach so weggeschossen wurde. Ist jetzt, wie es ist. Letztendlich bin ich mittlerweile an einem Punkt, an dem ich mich über sowas auch nicht aufrege. Und das solltet ihr auch nicht tun, denn darum geht es ja hier gerade, die Sache mit Bewusstsein anzunehmen, die Zeit, in der wir leben. Letztendlich nur einen Schritt weiter, dass man sich loslösen kann von den alten Strukturen. Ansonsten vielen Dank für die netten Kommentare und auch die Mails, die mich erreicht haben nach dem Interview mit Nina Malaika. Liebe Grüße auch, falls du das hier siehst. Ich glaube, das war ein sehr, ja, reichhaltiges Interview mit sehr vielen Themen, die viele Menschen bewegen. Und so war auch das Feedback von euch, dass das einige Leute wirklich, ja, mal ein bisschen in eine andere Richtung gestoßen hat, vielleicht auch bei manchen Themen. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich erreichen möchte. Und auf jeden Fall auch nochmal reingucken, wer da noch nicht sich die Sache angeschaut hat. Und auch bei Nina Malaika mal ein Follow dalassen und auch Unterstützung. Die hat gerade auch eine schwere Zeit, hat auch gesundheitlich Probleme, nachdem sie einen Unfall hatte. Und freut sich bestimmt auch über nette Worte von eurer Seite. Ansonsten war ich sehr viel unterwegs die letzten Tage und Wochen. Teilweise auch ein bisschen angeschlagen. Ja, das ist dann immer dieser Effekt, wenn man mal zur Ruhe kommt ein bisschen und der Körper nach einer längeren Anstrengungsphase dann auch mal sagt, er braucht seine Phasen, in denen man sich selbst reflektiert, in denen man schaut, auf welchem Kurs bin ich und eventuell, wo muss man ein bisschen was anpassen. Denn das geht ja schnell, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, dass man im Alltag dann doch sehr schnell in so eine Art, ja, Hamsterrad hineingerät an manchen Stellen und dann wieder korrigieren muss. Ich war in Schweden. Skandinavien ist für mich ja, mein Urlaubsland überhaupt. Bin da schon mit Familie damals immer hingefahren, also mehr oder weniger groß geworden mit in Schweden. Und das war wieder eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich war jetzt 4 Jahre nicht im Ausland und habe wieder in Schweden wirklich Energie tanken können und lerne auch aktuell Schwedisch nebenbei tatsächlich, weil mich einfach die Kultur interessiert und auch dieses Land wirklich begeistert. Diese Mentalität gibt da nicht diese Diffamieren untereinander, sondern es ist alles sehr. Ja, wie soll man sagen, nicht kritisch, sondern noch sehr auf das einfache, gute Leben besinnt, würde ich es jetzt mal nennen, dass die Leute schon noch untereinander eine andere Kultur pflegen, als es hier oftmals jetzt der Fall ist. Und da ist mir auch aufgefallen, wieder, dazu werden noch einige Videos kommen, um das nochmal praktisch zu vertiefen, wie vielleicht jeder von uns an der Stelle ein bisschen was verändern kann, dass Minimalismus ein sehr, sehr großes Thema ist, was uns, glaube ich, sehr viel bringen kann hier im westlichen Streben, in der Gesellschaft, in der wir sind. Denn dort, wo ich jetzt zum Beispiel war, ist jetzt eine ganz, ja, naturreiche Gegend, wo aber sonst eigentlich nichts ist. Ne? Der nächste Supermarkt ist 10 Kilometer entfernt und auch das ist nur so ein ganz kleines Ding. Und man ist quasi nur mit sich und der Natur im Einklang, und alles ist entspannt und man entdeckt irgendwie neue Felsen in irgendeinem Wald, wo man noch nie war. Also alles auf einer ganz, ganz ruhigen Ebene. Und wie gut er tut, habe ich da mal wieder erlebt. Und man muss einfach sagen, man muss sich selber vielleicht auch, jedenfalls ist es für mich so eine Ebene, immer wieder dazu animieren, diese Momente zu suchen, auch hier vor Ort. Würde mich auch mal interessieren, wo ihr so euren Kraftort, wenn man jetzt mal so nennen will, habt, wo ihr immer wieder hinfahrt, welche Länder da für euch bereichernd sind oder vielleicht auch hier vor Ort bei uns in Deutschland, wo dort Quellen sind, wo ihr sagt, da kommt er wieder zu euch und da könnt ihr euch erden. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare oder per Mail. Würde ich mich freuen. Vielleicht finde ich da auch noch ein paar Orte, die ich mal entdecken kann. Ansonsten kann ich sagen, das Buch ist wieder erhältlich, Mind Revolution. Wir waren eine kurze Zeit lang nicht mehr richtig lieferbar. Ist jetzt wieder da.
Und da jetzt hatten zwei, drei Leute mich gefragt zu dem Buch an dieser Stelle. Schöne Grüße, ist jetzt alles wieder erhältlich und die Pakete sind auch an euch rausgegangen jetzt. Ansonsten gibt es einige spannende Projekte, die werdet ihr in Zukunft auf dem Kanal hier auch sehen. Natürlich auch das Interviewformat weiter. Da sind spannende Gäste, die ich da in der Pipeline habe. Und es wird auch ein, zwei musikalische Projekte geben. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber auch das wird, glaube ich, wenn es fertig ist, ja, eine sehr schöne, positive Sache, die wir da raussenden werden an die Welt. Und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt wieder regelmäßig für euch da zu sein und mit euch im Austausch. Und wenn ihr noch Anregungen habt oder sonstiges, immer rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt wieder regelmäßig hier auf dem Kanal. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.